Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, hier nochmal ein kleiner Clip aus Second Life und unter Einsatz des OBS-Studios und man sieht mich hoffentlich jetzt unten rechts eingeblendet. Vorstellen wollte ich, um das zu testen, nochmal kurz meinen kleinen Aufbau über die Sacrana Familia. Ein wirklich bemerkenswertes Gebäude. Das habe ich nun nicht nachgebaut, aber einige Dokumente zusammengetragen. Man sieht da oben etwas von der Außenmauer. Da kann man durchgehen. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Den Berg raufklettern oder fliegen. Fliegen könnten wir natürlich, wenn wir das möchten. Aber wer niemals zu Fuß geht, findet hier auch eine Möglichkeit. Ein Teleport-Klick. Dann öffnet sich die Karte. Und da haben wir dann nochmal. Da hat gerade meine Uhr geschlagen. Die geht aber nicht ganz richtig. Also in Second Life. Ja, dann klicken wir hier einfach nochmal auf Teleportieren und schon sind wir oben und haben den Überblick über einen Teil der Ländereien. Hinter uns. Und geradeaus eben den Eingang. Und dann kann man, wie gesagt, einfach mal so hindurch. Ja, und was gibt es denn nun hier? Es gibt hier alles nur Originalfotos, inklusive der Decke. Einige Modelle sind hier, werden unter Verzierungen, werden hier gezeigt. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Und auch links und rechts die originalen Mauern. Hier haben wir dann zwei Dia-Shows, die laufen beide automatisch ab. Einmal Hochformat, einmal Querformat. Und da sieht man schon einige sehr interessante Details und auch die Unterschiedlichkeit, die in diesem Gebäude untergebracht wurde. Sei es außen oder innen. Überall ist eine große Vielfalt zu sehen. Da links ist jetzt aus den Anfangsjahren des Baus. Quies la veritat. Und natürlich gibt es auch bunte Dinge und moderne und ganz alte an diesem Gebäude. Alles miteinander vereint. Aber natürlich gibt es nicht nur Bilder. Natürlich haben wir hier auch wieder ein Buch. Das kann man ebenso wie die Dia-Shows natürlich gerne kostenlos mitnehmen. In Kopie und kann auch davon wieder Kopien weitergeben. In Barcelona ist das Ganze zu finden und es ist von Gaudi. Begonnen vor längerer Zeit.
fertig, noch immer nicht, aber das Schicksal hat das Gebäude ja bis vor kurzem mit dem BER geteilt und teilt es immer noch mit dem Kölner Dom. Der wird auch immer repariert. Also das Buch zum Mitnehmen, zwei umfangreiche Niashows, die man ebenfalls in Ruhe betrachten kann oder eben mitnehmen und im virtuellen Heim aufbauen oder verschenken. Das ist die kleine Reminiszenz, die kleine Hommage an die Sagrada Familia. Wir können uns dann wieder entfernen. Hier oben gibt es keinen Teleport-Link, aber man kann ja einfach mal den Sprung wagen. Das klappt dann schon. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, es war ein wenig interessant. Alles Gute und see you.